12 Anzeichen dafür, dass du dich mitten in einer wichtigen Lebensveränderung befindest. Auf dem Weg Richtung Neuland. Wir wissen, dass das Leben keine Luftblase ist, die immer und ewig gleich bleibt. Wie der griechische Philosoph Heraklit schon vor hunderten von Jahren so richtig erkannt hat, ist die einzige Konstante in unserem Leben der Wandel. Diesen können wir zu einem bestimmten Teil beeinflussen. Alles aber haben wir nicht immer fest im Griff. Es gibt jedoch Gott sei Dank gewisse Vorzeichen, die uns, wenn wir aufmerksam dafür sind, entsprechend vorwarnen können. Woran du erkennen kannst, dass Veränderungen schon vor deiner Tür stehen, zeigen wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Deine Tagträume werden zahlreicher und intensiver. Alles kann Wirklichkeit werden, was wir uns in Gedanken ausmalen können. Jede Fantasie, jeder Wunsch, jedes noch so weit entfernt scheinende Luftschloss ist nur eine Manifestation entfernt von dir. Genieße deine Tagträume und beobachte, in welche Richtung sie deine Vorstellungskraft bewegt. Deine Zukunft liegt in deinen Gedanken. Dorthin bringen werden dich deine Gefühle, dein Vertrauen und deine Entschlossenheit. Nummer 2. Du genießt das Alleinesein. Wenn uns Änderungen ins Haus stehen, brauchen wir vorab reichlich Zeit für uns. Wir können es förmlich spüren, dass wir schon bald gezwungenermaßen offen für Innovationen sein müssen. Den meisten Menschen fällt es nicht gerade leicht, die gewohnten Fahrwasser ihrer Routine hinter sich zu lassen. Wenn dir also vermehrt der Sinn nach Rückzug von der Welt steht, kann auch dies ein Vorbote für anstehende Wendungen sein. Nummer 3. Bereit für Neues, aber hallo. Wir spüren es instinktiv in unserer Körpermitte. Der Wunsch nach Veränderung brennt in uns. Das Feuer lodert heller und kräftiger als je zuvor. Es gibt nichts, das uns dann unmöglich erscheint. Alles darf passieren und sich zu unseren Gunsten entwickeln. Selbst wenn du bislang immer zu jenen Personen gehört hast, die am liebsten alles beim Alten lassen würden, kann es jetzt plötzlich gar nicht abenteuerlich genug sein für dich. Nummer 4. Deine Ziele liegen klar vor dir. Eine der wichtigsten Errungenschaften im Leben ist es wahrscheinlich, endlich zu wissen, was man will. Die Vorstufe dazu, zu erkennen, was man definitiv nicht mehr möchte, ist schon ein erster bahnbrechender Schritt in die richtige Richtung. Es dauert manchmal einfach seine Zeit, bis die Nebel sich lichten und wir unsere Bestimmung und unsere persönlichen Sehnsüchte klar vor Augen haben. Stehen größere Veränderungen bevor, deutet dieser plötzliche Durchblick ebenfalls zuverlässig darauf hin. Nummer 5. Die Kontrolle über dein Leben liegt bei dir. Viel zu oft und über einen viel zu langen Zeitraum gestatten wir anderen Menschen, uns zu dirigieren. Wir sind Gefangene in Systemen, die nicht wir errichtet, ja, die wir uns zum Teil nicht einmal selbst ausgesucht haben. Über Jahre hindurch spielen wir brav mit, bis uns endlich das entscheidende Licht aufgeht. Am Steuer unseres Lebens gibt es nur einen Platz, und der gehört uns. Diese Rückeroberung ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir bereit sind, zu übernehmen und die Weichen demnächst möglicherweise neu gestellt werden. Nummer 6. Dein Körper fühlt sich lebendiger an. Manche Veränderungen kündigen sich durch feinste Schwingungen an, wieder andere schicken kräftige Wellen an Vibrationen voraus. Wenn sich im Universum etwas tut und sich die Dinge zu unseren Gunsten in Bewegung setzen, spüren wir das mit jeder Faser unseres Körpers. Solche Vorzeichen sind die reinste Frischzellenkur für uns, die uns lebendiger macht und uns jeden Tag voller Schwung genießen lässt. Mit dabei eine ordentliche Portion Neugierde auf das Morgen. Wir können es förmlich riechen, dass eine Abkehr vom gewohnten Terrain in der Luft liegt. Nummer 7. Du liest viel und bist auf der Suche nach Antworten. Wissen ist der Schlüssel zu jeder Weiterentwicklung. Oft merken wir es gar nicht und greifen intuitiv zu den richtigen Büchern, von denen wir uns Antworten erhoffen. Wenn eine Zäsur unmittelbar bevorsteht, wollen wir uns bestmöglich darauf vorbereiten. Wir werden nicht alle Antworten in Büchern oder im Internet finden. Diese ruhen in uns.
Doch der eine oder andere smarte Hinweis kann sich durchaus zwischen den Zeilen verbergen. Nummer 8. Der Ist-Zustand wird unerträglich. Dieses deutliche Vorzeichen gefällt uns gar nicht. Außerdem können wir es erst einmal überhaupt nicht richtig einordnen. Wir sehen und spüren plötzlich, dass unsere Welt sich zu unseren Ungunsten verändert. Diese Umbrüche können sich schleichend ereignen oder mit Pauken und Trompeten plötzlich vor unserer Tür stehen. Neue Verhältnisse im Job oder Privatleben sind zum Beispiel solche Vorboten der Apokalypse, die uns erst ordentlich beuteln müssen, bis der Neustart und das Sich-Erheben aus der Asche gelingen kann. Nummer 9. Jemand oder etwas lässt dich mutig sein. Der viel zitierte Mutausbruch ist so etwas wie ein seit langem schlafender Vulkan, der endlich seine Fesseln sprengt und mit voller Wucht an die Oberfläche dringt. Sogar die Ängstlichen unter uns, die gerne alles beim Alten belassen möchten, ertappen sich dann dabei, wie ihnen ganz neue Töne entlockt werden und ihnen nie dagewesene Gedanken durch den Kopf schwirren. Wenn du anfängst, dich selbst von einer ganz neuen Seite kennenzulernen, die dich Dinge tun lässt, die dir bislang immer die Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben, ist es Zeit für eine Neugestaltung deiner geordneten Verhältnisse. Nummer 10. Überall stehen die Zeichen auf Veränderung. Ein Wechsel kommt selten allein. Oft passiert es, dass sich auch Veränderungen zu regelrechten Synchronizitäten zusammenschließen. Wie ein himmlisches Komplott arbeiten diese dann zusammen und greifen ineinander. Von einem Tag auf den nächsten kann es dann sehr gut sein, dass du von kleineren und größeren Innovationen umringt bist, wo bis vor kurzem noch alle in ihrem gemütlichen Fahrwasser dahin getuckert sind. Jede Zäsur sendet Schwingungen nach außen. Diese wiederum müssen irgendwo auf Resonanz stoßen. So sehen es die Naturgesetze vor. Irgendwann erkennst du dann einen regelrechten Strom, der sich aus vielen kleinen, unscheinbar wirkenden Strömungen zusammengestaut hat. Lass dich ruhig mittragen. Veränderungen können berauschend sein. Nummer 11. Deine Wahrnehmung arbeitet auf Hochtouren. Unserer Intuition und unserem Bauchgefühl entgeht so schnell keine Information. Fängt die Welt um uns herum an, sich zu unseren Gunsten langsamer oder anders zu drehen, bemerken wir das meist sofort. Jeder Augenblick erstrahlt dann in einem gänzlich neuen Licht. Deine Sinne schärfen sich und dein Umfeld wird wesentlich detaillierter von dir wahrgenommen. Nummer 12. Du verlierst das Interesse an bestimmten Menschen und Dingen. Das Loslassen ist ein essentieller Teil jedes Erneuerungsprozesses. Wer an alten Zöpfen festhält, bleibt an Ort und Stelle haften. Du entscheidest diese Dinge jedoch nicht bewusst, vielmehr ergeben sie sich im Hinblick auf eine bevorstehende Umstellung wie von selbst. Manche Menschen verabschieden sich ganz bewusst von dir. Wieder andere machen dir den Umgang mit ihnen schlichtweg so unmöglich, dass sie dir gar keine andere Wahl lassen, als sie gehen zu lassen. Unser heutiges Fazit: volle Kraft voraus. Eine Veränderung macht uns meistens Angst. Wir lieben das Berechenbare und fürchten das Unbekannte. Doch was wir keinesfalls vergessen dürfen, ist die unglaubliche Chance, die jede Änderung quasi als Zugabe mit sich bringt. Räume dieser Möglichkeit stets oberste Priorität ein, wenn sich Wendepunkte in deinem Leben abzeichnen. Oder mit den Worten des Autors Joseph Campbell gesprochen: Folge deinem Glück und habe keine Angst. Dann werden sich Türen öffnen, wo du keine vermutet hättest. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.